Hallo, ich bin Carsten in Massaberg. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin in der Gegend von Massaberg, also ich bin mal wieder in den Thüringer Wald gefahren. Wir haben es jetzt Anfang Februar, haben ein paar Tage Urlaub und naja, eigentlich hatte ich geplant, ein bisschen mal die Schneeschuhe auszuprobieren. Deswegen hatte ich mir hier ein Hotel gebucht. Ja, Schneeschuhe. Naja, also Schnee liegt, aber im Moment so 1 bis 2 Zentimeter. Laut Wetterbericht soll der Winter erst wieder so richtig da sein, wenn ich wieder abgereist bin. Aber nun gut. Ja, nur dadurch, dass das Wetter jetzt nicht so wahnsinnig toll war in den letzten Tagen und ich auch gar nicht wusste, wie es hier aussieht, ob ich großartig was unternehmen kann, habe ich jetzt gar keine Touren geplant. Ich habe wohl eine Karte dabei. Ich war ja schon mal hier in der Ecke, von daher hatte ich die noch. Und ja, ich habe jetzt großartig kein besonderes Ziel heute, außer vielleicht, ja, ich will Richtung, wie heißt das Ding, Trinitus-Baude gehen oder so ähnlich heißt das Teil. Also es ist eine bewirtschaftete Hütte. Mal gucken, da vielleicht einen warmen Kakao trinken oder so. Aber sind ein paar Kilometer, so ist es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt so auf Anhieb finde, weil ich nicht hundertprozentig genau weiß, wo sie liegt. Aber egal. Ist aber trotzdem schön hier zu laufen. Nur, ups, glatt ist es auch. Außerhalb des Waldes ist es recht windig. Ist natürlich nicht so angenehm. Deswegen bin jetzt schon, weiß ich nicht, 2 Kilometer oder so unterwegs. Nur hier im Wald, da geht's dann. Ja, wenn ihr Lust habt, begleitet ihr mich heute. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es heute hingeht, wo es heute hergeht. Ich lasse mich da überraschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns unterwegs. Ja, ich muss jetzt mal so ein paar hundert Meter an der Straße entlang. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Also, das ist eine mächtige Waschküche hier. Die Wegeführung gestaltete sich gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Die haben mir irgendwie ein, zwei neue Forststraßen angelegt. Und die, ja, gehen teilweise neben dem Wanderweg entlang. Von daher meinst du wärst auf dem Wanderweg. Und dann zweigen sie aber ab und gehen irgendwie in die andere Richtung. Oder zumindest, ja, so 100 Meter, 200 Meter direkt neben dem Weg. Aber du weißt ja nicht, wo geht der Weg dann hin. Aber die grobe Richtung, die hat gepasst. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder auf dem richtigen Weg. Ich habe jetzt zwar eine Stelle verpasst, die ich mir angucken wollte. Aber egal. Schauen wir mal. Jetzt
fängt es noch an zu schneien. Ja, jetzt sind wir am Nadelöhr. Wenn ihr euch fragt, wo das Nadelöhr ist, so schimpft sich dieser Felsen, vor dem ich gerade stehe. Wie geil, hier fließt das Wasser unterm Eis entlang. Das ist der Triniusstein und wenn der Triniusstein hier ist, dann kann die Triniusbaude ja nicht mehr weit weg sein. Genau, einmal umdrehen. Jetzt gucke ich mal, dass ich da was Warmes zu trinken kriege. Ja, jetzt bin ich gerade an der Triniusbaude losgelaufen und ich laufe jetzt erstmal ein paar Kilometer auf dem Rennsteig in Richtung Massaberg, bevor ich dann vom Rennsteig abbiege an irgendeiner Hütte. Den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber das werde ich dann schon sehen, wenn ich da bin. Und hier auf dem Rennsteig, das ist ja so ein Hohlweg, läuft dann theoretisch schon so einem Bach entgegen. Da gibt es hier einige Stellen, die sind so zugefroren, dass du hier mitten im Wald Glatteis hast. Du musst ganz schön aufpassen. Ja, hier auf dem ersten Berg verlasse ich dann jetzt den Rennsteig. Von hier aus geht es dann jetzt wieder Richtung Schnett. Laut dem Schild da sind es noch 5,5 Kilometer. Ja, wer das Knacken hier hört, hier sind überall große Pfützen unter dem Schnee bzw. Eis. Unter dem Schnee und ich bin ja nicht gerade leicht. Ja, jetzt ist es doch schön winterlich geworden. Hab heute mächtig Spaß. Ja, und einen Skilift gibt es ja auch. Da freuen sich natürlich alle über den neuen Schnee jetzt. Ja, wie ihr seht, auch hier ging in den vergangenen Tagen nichts ohne Schneemaschinen. Ja, ich bin froh, dass ich wieder zurück im Wald bin, weil dieser Graupelschnee und Wind zusammen, das ist ja, wie schon fast wie Tätowieren vom Gefühl. Ja, das wäre jetzt übertrieben, aber merkt man schon unangenehm im Gesicht. Ja, und hier im Wald kein Wind, kein gar nichts. Kann man mal sehen, was das
von Unterschied macht, dass hier ein paar Bäume stehen. Naja, ein paar ist ja jetzt vielleicht auch übertrieben oder untertrieben. Ich bin heute auf der Tour insgesamt an 3 Hütten jetzt vorbeigekommen, die ja, richtig geschlossen sind, also sogar mit Tür und ja, Fenster, sag ich jetzt mal, aber nicht verschlossen, sodass man sich da wirklich richtig geschützt drin aufhalten kann. Fand ich jetzt, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Hütten alle offen sind. Und jetzt die letzte, wo ich war, also die war schon so eingerichtet mit Tisch und extra so einer, ja, ich sag mal so einer Art Kochstelle, würde ich sagen, oder da, wo man vernünftig guten Kocher hinstellen könnte. Allerdings jetzt keine Glasfenster, sodass da drin natürlich komplett dunkel ist. Aber schon nicht schlecht. Hat einer Bock auf Bockspringen? Ja, bei dem Wetter sicherlich nicht. Ja, kaum bin ich wieder aus dem Wald raus, bin ich auch schon wieder mitten im Wind. Hab schon extra die Kapuze wieder aufgesetzt. Weil die Mütze ist dann jetzt doch ein bisschen feucht. Zum einen ja, ist auch ein bisschen warm unter der Mütze und schneit ja auch die ganze Zeit. Und schmilzt der Schnee. Jetzt habe ich zusätzlich die Kapuze noch aufgesetzt. Ja, ich bin jetzt hier in Schnett am Sportplatz. Das heißt, ich bin jetzt gleich am Hotel zurück. Aber allzu viel filmen konnte ich heute nicht, weil, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, ich sag mal, Richtung dieser Trinius-Baude hat sich ein bisschen aufgeklärt, da war dann nicht ganz so viel Nebel. Aber da gab es dann aber auch nicht allzu viel zu filmen. Ja. Trotzdem hoffe ich mal, euch hat die kleine Tour gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.